5 Uhr bin ich schon wieder wach geworden. So, ja, Samstagmorgen, glaube ich, haben wir es. Ein paar Wolken haben wir im Himmel. Ansonsten soll es eigentlich größtenteils sonnig werden. 28 Grad. Ein bisschen wärmer. So, also jeden Tag wird es 1 Grad kühler. Ich gehe mal davon aus, dass ich Priorität 1 bin, aber muss ich nicht unbedingt sein. Oh. Ja. So, auf geht's. Der Helikopter habt ihr gestern sehr schön durchgehalten. Das ist das erste Mal, dass Copter 59 wirklich nice durchgehalten hat. Es war immer noch ein schwaches Ding und ich muss die Klimaanlage ausschalten, bis ich in der Luft bin. Aber das passt. So, mal gucken, wie viele Passagiere reinkommen, Walk-ins und so weiter. Auf geht's. 10 nach 1 Mittagspause. Boah. 5 Mal, glaube ich, bin ich geflogen. 8, 9, 10, 11, 12, 11. Ja, 5 Mal. Ja, unter anderem, da kam so eine riesige Gruppe, ein ganzer Bus mit Veteranen an. Und ich hatte die Mädels, der eine, der fehlte ein Bein, der andere in der Hand. Naja. Ja, Trinkgelder kommen auch rein, nice. Eine krasse Kotzerin hatte ich. Boah, da habe ich gerade einen Briefumschlag in meinem Fach gefunden. Mit ein bisschen Trinkgeld. Die haben wir gar nicht getippt. Und da steht drauf, Benjamin, thank you. Sorry, I got sick. Not your fault, you were great. Ja, aber die hat wirklich Gas gegeben auch. Aber alles in die Tüte diesmal, ein Glück. Ja, und danach, da hatte ich jetzt gerade ein Pärchen. Und der meinte, ich werde auf jeden Fall... Ich hab denen gesagt, ja mal, ein bisschen choppy gerade hier. Kann sein, dass wir ein bisschen hin und her geschleudert werden. Er meinte, ja, ey, ich werde auf jeden Fall sick. Okay. Und dann ist es halt so. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, ich brauchte den Ozean, den brauche ich nur anzugucken, dann werde ich krank. Also seekrank. Also kein Problem. Aber dann wurde er nicht also musste er nicht kotzen, ein Glück. So, jetzt gibt's Müsli. Den nächsten Zug habe ich offiziell um 4. Aber wir haben halt, wie gesagt, Walk-ins und deswegen kann er vorher erst kommen. Ja, die arbeiten gerade an dem Helikopter. Die bauen da einen neuen Sandfilter ein. Und bevor ich den nächsten Flug machen kann, dann muss ich erst ein OCF machen. Operational Control Flight. Das heißt, ich muss da ohne Passagiere hin und da ein bisschen im Meadow ein bisschen rumtanzen mit dem Helikopter, ob das alles passt. So, jetzt gibt es erstmal Müsli und ein bisschen entspannen. Mittlerweile 2:30, 34 Grad. Ey. Und ja, der eine oder andere Regensturm zieht hier durch. Also im Canyon, nicht hier direkt hier. Hier hat es, glaube ich, noch nicht geregnet. So, mein Helikopter ist fertig repariert und jetzt muss ich nur noch den OCF machen und sieht so aus, als hätte ich um 3 Uhr schon wieder einen Flug. Also es können ja noch maximal nur noch 3 Flüge sein. Boah, bin ich müde. Ich bin kurz mal eingenickt. Ja, ich habe ja schon eine Textnachricht bekommen vom Kollegen, dass da ein Flug wartet, beziehungsweise der Helikopter. So, weiter geht's. Ah, kurz nach 6 Feierabend. So, ich bin noch durchgeflogen. Gab noch mal das eine oder andere Trinkgeld. Ein Glück hat keiner mehr gekotzt. Ja, Regen gab es noch mal zwischendurch, ein bisschen Wind, aber der wurde dann schwächer zum Abend hin. Ja, heute Abend kommen wir wieder zusammen. 2 Kollegen von der anderen Schicht, die haben sich verlobt. Die sind hier schon seit 3-4 Jahren. Und die laden ein. Aber wird immer so viel getrunken, da habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Ich bin so müde. Essen muss ich eigentlich auch nichts, obwohl die einen geilen Brisket gesmoked haben. Aber morgen kommt man schon wieder zusammen mit den Maverick-Leuten wahrscheinlich. Von daher spare ich mir das wahrscheinlich heute. Und entspanne nicht mehr. Ja, ich brauche mal wieder dieses Massage-Schockgerät heute. Das habe ich schon seit Ewigkeit nicht mehr benutzt, weil ich es einfach nicht brauchte. Aber heute, ich glaube, wird mir das ganz gut tun. So. Das, morgen Sonntag. Wieder einiges an pre-booked, so wie heute. 140 Leute pre-booked und einiges an Walk-ins. Das heißt, wir sind relativ gut zu tun und dann vergehen die Tage auch. Okay, zucki. Ziemlich nice. Okay, Trailer 2. Ich bin
nicht hungrig, ich habe nicht wirklich Lust, Bier zu trinken, aber alle sind da. Sogar der Chief Pilot und so weiter. Und es gibt ohne Ende Essen und Trinken und Geburtstag wird irgendwie gefeiert. Also muss ich jetzt doch mal rein. Auf geht's.